Alter! Was? Wohn! Okay, haben wir jetzt ja alle. Boah, Alter, der Lukas wirklich. Ganz Deluxe! Ist er unter uns oder wo kommt diese Stress hier Scheiße her? Nein, er ist da. Ziel doch, Alter. Du sollst einfach nur zielen. Und hier ist das Beiboot. Hier hätte ich einfach nur hingemusst. Hier hätte ich einfach nur hingemusst. Ich hätte diesen ganzen Eiertanz ja nicht machen müssen. So, okay, und jetzt bin ich tatsächlich hier unten hingekommen. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Und hier wird's voll sein. Ach man, hier werden die Viecher da drüben. Ist uns Gorni, wa? Ja, Scheibenkleister, Alter. Ich bin komplett out of ammo. Nee, ist gelogen. Ich habe noch einen Schuss für die Tommy Gun. Damit lasse ich es jetzt richtig krachen, Freunde. Damit lasse ich das jetzt krachen. Scheiße. Also, wenn das nicht Survival Horror ist, dann weiß ich nicht, was Survival Horror ist. So, Kumpel, bleib einfach liegen. Ach, du bist ein Arsch. Es ist kaputt gegangen. Ich habe keine Waffe mehr. Wieso denn, Alter? Geh doch weg. Ist er tot? Oh, wow. Ey, sieht so aus, wie ich mich fühle gerade. Schön, ihr könnt vielleicht auch erstmal mir den anderen Loot holen können. Oh nein, oh nein. Hier zu kleine Hände. Hier zu kleine Hände. Glauben Sie denn, dass Sie gestorben sind? Ah! Ja! Ja! Was ist das denn? Ah! Ich geh's. Ich bin der Auftritt. Ich müsste sterben, damit ich geschützt bin. Ray, ne? Ja. Vor 30 Jahren, Frederick verließ sich auf meinen Tod. Das war alles ein Sinn. Er hat den Hut noch mitgebracht. Hey! Ich hab alle betrogen. Hab meine Rolle nicht gespielt. Hey. Bin meinem Tod entkommen. Meinem Schicksal. Nochmal. Das sieht ihr ja nicht. Hey, ich bin auch da. Was zur Hölle passiert hier? Jetzt ist alles falsch. Nichts, wie es sein muss. Ich bin auch da. Ganz ruhig, Mr. Carnby. Was wollen Sie? Sie haben Sie nicht eben mit Jeremy geredet? Ich habe Jeremy heute noch nicht gesehen. Alles in Ordnung, Detective? What? Nein, also ich glaube nicht. Also vielleicht. Ich muss gehen. Also mit Carnby krieg ich's immer noch nicht auf die Kette, gut. Ne? Sagen Sie, wenn Sie ihn gefunden haben. Also bei der Hauptstory kann man ja schon so die eine oder andere Puzzleteile zusammenlegen. Dass im Schlamm feststeckt? Aber mit Carnby? Ich kann nicht behaupten, ich würde irgendwas davon verstehen. Psychoanalytischer Unfug. Vorfreude. So. Okay. Okay, okay, okay. Untersuche Cassandras Zimmer. Finde Grace fehlende Zeichnung. Okay, wo haben wir Cassandras Zimmer? Cassandras Zimmer ist hier hinten. Da könnten wir sogar... Da können wir hingehen.
So, aber, ne? Komplett out of ammo, Alter. Nichts mehr. Nichts mehr. Ich habe auch keine Heilmittel mehr. Nichts mehr. So, wenn mich jetzt der kleine Amöbe anfliegt, war es das mit mir. Tot. Nichts. Keine vernünftige Waffe, keine Nahkampfwaffe mehr. Ich bin am Arsch. Bin komplett am Arsch. Scheiße. So, Cassandras Zimmer haben wir hier. Vielleicht finden wir hier die Zeichnung. Okay. Ja, das haben wir schon gemacht. So, warte mal, könnt ihr mal. Ich habe ja wenigstens noch eine Taschenlampe. Da freue ich mich. Cassandras letzte Seite. Jeremy wusste, dass der Einzige, der ihm jetzt noch helfen konnte, der Gast in Zimmer Nummer 3 war. Der Raum schien ihm so lange leer gestanden zu haben. Aber das durfte nicht wahr sein. Die Geschichte musste anders lauten. Etwas von draußen. Da braucht die Safe-Kombination. Schön. Er würde den Gast zurück zu Zimmer 3 bringen und ihm zeigen, was sich im Safe befand. 9, 1, 3, aber das waren nicht die richtigen Zahlen. Das war die Kombination für den Safe in der Verwaltung. Das ist interessant, dass sie tatsächlich nur auf der anderen Seite drauf war irgendwie. Aber hey, wir müssen auch mal Glück haben. So, okay. Warum kann man jetzt hier nochmal drauf zugreifen? Ah nein, das ist ein Drehbuch. Slaughter's Gulch. Okay, so jetzt sagt er uns, hey, wir haben das geschafft, wir könnten jetzt theoretisch zu dem Dings runtergehen, ne? Aber wir haben es ja schon gelöst. Ich verstehe nicht, warum es immer noch angezeigt wird. So, wir haben auch keinen Schraubenzieher. Und wir müssen auch noch weiterhin Cassandras Zimmer untersuchen, das gilt noch nicht als abgeschlossen. Mich hier an meiner leeren Flinte festhalte. die Illusion von Sicherheit. Oh, was haben wir hier? Achso. Ja. Okay, hier können wir nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Tja, was? Warum sollen wir jetzt dieses Zimmer weiter untersuchen? Frage ich mich. Was sollen wir denn jetzt hier finden? Komisch. So, nebenan war Bad. Hier haben wir nochmal das Zimmer mit dem Puzzle. Und gruseligen Puppen. En masse gruseligen Puppen. Oh, was haben wir denn da hinten? Achso, das hatten wir schon mal. Der nette Springteufel. Ha! Ganz, ganz toll. Nicht. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert tatsächlich, weil wir jetzt... Also wir können runter zu dem Safe gehen, so nach dem Motto, als wenn er das für abgehakt hält. Irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nochmal etwas anderes im Safe sein könnte. Bei vielen Spielen haben wir ja quasi die Safe-Öffnung übersprungen. Die dürfte ja laut Spiel jetzt erst möglich sein, obwohl ich nicht verstehe, warum er mir denn halt den Tipp auf dem Zettel gegeben hat. Ja. Genau. Können wir vielleicht in seinem Büro hier noch irgendwas finden? Von Dr. Gray? Auch nicht so wirklich, wa? Nee. Okay, was haben wir? Was haben wir? Hier kommen wir nicht weiter, hier fehlt uns dann ein Schraubenzieher, um, sag mal, die Sachen rauszukriegen. Vielleicht, und das kann auch sein, finden wir hier die Zeichnung, die wir für, für Grays Zimmer brauchen. Ne, weil sie sagt, da liegt unser wichtigster Schatz oder mein wichtigster Schatz, von daher denke ich mal, dass das in dem Zimmer sein könnte. Aber grundsätzlich stellt sich mir trotzdem die Frage, wohin jetzt? Weil wir haben gerade gar nichts.
Unsere einzige Fährte, die wir jetzt gerade gefunden haben, führte uns jetzt hier zu dem Safe. Und jetzt haben wir aber nichts. Was war denn eigentlich nochmal in dem Safe drin? Da war der Schlüssel für das Behandlungszimmer von Dr. Gray drin, ne? Ja, genau. Zimmer Nummer 3 könnte man sich halt nochmal anschauen. Vielleicht müssen wir auch in irgendeinen Raum, der leere Raum ist das, ne? Ich würde mal sagen, wir probieren es da. Wir gehen da mal hin. Vorausgesetzt, wir kommen da rein. Weil ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, wohin. Vielleicht geht da eine Cutscene los oder so und dann sind wir schlauer. Who knows? Wir schauen mal. Drück die Daumen! So, okay. So, am Reiher links. So, und das ist... Nee, hat so verleuchtet. So, es ist der Raum, wo quasi halt der Mann in Schwarz durchkam. Mit vorhin war das Ding zu und jetzt ist er offen. Okay, lese die Schrift an der Wand. Das ist mein Zimmer. Can't believe. Ich höre hierher. So, rupp mal ab hier. Ich kenne diese Zahl, aber woher? Ich war das. Ich habe das geschrieben. Hm. Du solltest kommen. Ich kann nicht glauben, dass ich dich nicht erkannt habe. Ist irgendetwas hiervon real? Okay, wir haben die 196. Könnte man mal an dem Safe hier vielleicht probieren. Ich kenne die Kombination. Ich habe sie bei mir. Also wenn er selber sagt, okay, ich habe sie bei mir. 196 LA. Ah, okay, die 692. Die letzten drei Zahlen von seiner Ausweisnummer sind das. Interessant. 692. Okay. Dann machen wir das mal. 692. Okay, so nicht. Dann gehen wir mal so rum. 692. Die war's. Sehr schön. Schön. Pikachu. Okay, wir haben eine alte Münze aus einer Zeit, in der Louisiana eine spanische Kolonie war. Okay. Und ein Brief an uns adressiert. Detective Carnby. Detective, ich habe durch meinen Fall viele Entdeckungen gemacht. Das Kind, nach dem wir suchen, ist sicher. Dank guter Leute wie Ihnen und mir. Wir sind uns so ähnlich. Aber Sie sehen nicht alles, was ich sehe. Wenn Sie Ihren Jeremy finden wollen, müssen Sie auch das Mädchen finden. So war es schon immer. Die Jugend rettet uns alle. Sie sollten sich mal in meinem Zimmer umsehen. Da finden Sie ein Stück des Puzzles, das Sie brauchen werden. Passen Sie auf sich auf. McCarthy. Genau, er hatte ja quasi hinten diesen wie lange war ich wohl hier? Lüftungsgitter-Splumps da irgendwie. Achso, wir können es wahrscheinlich mit der Münze, können wir es aufdrehen. Oh, er kennt Schraubenzieher, wir nehmen eine Münze. So, war das oder war das da vorne? Guck mal ganz kurz. Na, das geht weiter. Das hier war's. Okay, gut, jetzt kann sich das natürlich ein bisschen besser aufschlüsseln. Vielleicht habe ich dem alten Säufer Unrecht getan. Sieht so aus, als hätte McCarthy da drin etwas versteckt. So, sehr schön. Jetzt kommt die Wimmelbilderfahrung.
zum Tragen. Ach, das ist das schöne Bild, was Grace noch für sich haben wollte. Das ist aber hübsch. Das hat sie hübsch gemacht. Das ist schön. Warum sollte McCarthy das wegschließen? Wollte er verhindern, dass Grace das Muster vollendet? Und hätte sie dann nicht einfach ein neues Bild malen können? So viele Fragen. Okay, und kann jetzt mit nichts mehr interagieren? Warum hört die Uhr so laut jetzt? Oh nein, oh nein. Leute, ich habe keine Munition mehr. Ich habe nichts. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Okay, ich kann mir jetzt hier eine Schaufel nehmen. Das war's. So, da vorne liegt, glaube ich, Munition. Und eine Axt. Oh Gott. So, 4 Schrotpatronen. Sehr schön. Oh, der Bär, der schöne Bär. Oh. Alter, die ganze Wand ist voll mit dem... Ganz leise. Ich denke mal, wenn die schreien, versuchen die uns zu orten. Die Echoortung. Gott, ich muss da so danach durch. Nicht bewegen. Scheiße. Ich nehme alles mit, ich nehme alles mit. Ihr seid mir egal. So, alles einstecken, alles einstecken, alles einstecken. So, und hier lag auch noch was, das wir kamen. So, gib das. Ich kann es nicht nehmen. Ich hasse es. So, ich hab die Axt. Mach auf, das Ding, schnell. Los, hack auf. So, und jetzt ist hier hoffentlich vorbei. Okay, okay, okay. Der Blatt hat sich zu unseren Gunsten gewendet. Lass uns kurz mal Bestandsaufnahme machen. 7 Schuss für einen Revolver. Achte, entschuldige bitte. 8 Schuss für die Schrotflinte. 0 für die Tommygun und wir haben eine frische Waffe. Wir haben auch noch einen Heiltrank, den pfeifen wir uns mal gleich ein. Bringt nicht so viel, aber okay, gut. Oh, Cinderella, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei uns auf dem Kanal. Hi. So, dann lass uns doch mal das fehlende Bild jetzt hinpacken. Ich möchte nicht. Es war noch nicht mal das in der Mitte, okay. Okay, gut, wir müssen das jetzt wieder sortieren. So, okay, wir haben's. Yay! Was? Okay, er stellt sich von allein ein. Das ist neu. Okay, das ist das Sofa, wo McCarthy drauf lag. Und eine modisch ansprechende Lampe. Nicht. Ich fall jedes Mal drauf rein. Ah, Cutscene beginnt. Nicht. Okay. Ah, jetzt seid mal ehrlich. Würdet ihr euch so eine Puppe hier irgendwie aufs Bett packen? Die dich so mit eben Auge strafend und vorwurfsvoll anschaut und sagt so: Warum hast du mich nicht lieb? Oh Gott. Hallo? Hallo? Sieht anders aus draußen? Der Flur sah nicht so aus. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Warum gibt es hier so viele Saves in diesem Spiel? Mann. Würde sie zum Puppendock bringen? Ja, würdest du das tun, Mariona? Ich würde die, glaube ich, eher zum Müllhaus bringen. Bekannt vor. Ist das unser Büro? Wie kann es sein, dass ich wieder im Büro bin? Jeremy war doch nie hier. Das bin ich. Oder nicht? Wo?
Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon daran arbeite, der Depression und dem Alkohol zu versinken. Damit fühlt sich einfach alles so friedlich an. Man kann langsam ins Nichts abgleiten. Ja, wie eine Spielfahrerin, ja. Entwickelt sich eine nur zu willkommene dunkle Stimme um meinen Geist. Aber sie ist abrupt verstummt, als ich aufgewacht bin. Das Knallen meiner Bürotür hat mich geweckt. Ein Bote hat ein Telegramm von Mrs. Saunders gebracht. Sie hat eine Spur bei der Suche. Nichts gemacht. Okay, ist mein so. Mein Gott, früher habe ich so viel getrunken. Klassisches Noir-Thema, wann ne? War das irgendwie? Nochmal genau? Und an welchem Fall habe ich gearbeitet? Telegramm, Western Union. Ein von Gabriella Saunders am 25. Dezember 1928 abgeschicktes Telegramm. Okay. Ja, mein Ehemann ist zurückgekehrt und hat eins der wohl bekanntesten oder voluble, weiß ich jetzt gar nicht, Gemälde geklaut. Ich bin mir sicher, er möchte das bestimmt verkaufen. Wenn du dich beeilst, bin ich sicher, du kannst ihn noch erwischen. Mal halt so frei übersetzt. Sorry für mein schlechtes Englisch. Gabrielle Saunders. Finde heraus, an welchen Fall. Na, ich würde sagen, das hat sich gerade. Das ist es. Das haben wir gemacht. So, okay, Telegramm. Pum. Okay, wir müssen jetzt das erstmal zusammenpflücken. So, Schreibtisch ist sehr schön. Alles klar, den haben wir. Dann können wir mal gucken, was hier in der Schublade drin ist. Ich tippe auf Alkohol. Nein, es ist ein Taschentuch oder was. Ich weiß, ein Zeitungsausschnitt. So hebe ich auch tatsächlich immer sehr eine Zeitungsausschnitte auf. Ich knüll sie einfach zusammen und pack sie irgendwo hin. Ein zerknüllter Zeitungsausschnitt vom 23. Dezember 1928. Ja. Also er ist der bekannte Kunstdieb hier, ja, oder was? Ist durchgedreht und hat ein Kind entführt. Alles klar. Nicht cool, Mann. Echt nicht cool. Und wir haben auch ein Foto. Fotografie. Und das ist ein Schlüsselgegenstand. Gut, das kommt wahrscheinlich hier in unsere Pinnwand. Sehr gut. Mr. Saunders sagt, ihr Mann hätte ein Bild gestohlen und würde es verkaufen wollen. Überschrift, kleines Spielzeugladen, ausgeraubt. Ein Foto des Entführers. Wir können es umdrehen. Okay, der Stempel sagt Basson Street Portraits. Dann können wir mal nachhaken. Teddy Saunders dreht durch. Entführt Kind. Das ist doch, glaube ich, eher das Relevantere, ne? Und das drehen wir mal um. Oh, was? Wie? Was? Eine Notiz sagt... Ich erinnere mich an diesen Fall. Ein Mädchen war von ihrem Vater entführt worden. Der wollte den Staat verlassen. Sein Fehler war es gewesen, ein Lieblingsgemälde seiner Frau an einen Sammler namens Thornhill zu verkaufen, um seine Reise zu finanzieren. So habe ich ihn dann gefunden. Das dachte ich jedenfalls. Okay, haben wir ihn nicht gefunden? Er ist uns entkommen? Oh, krass. Krass gemacht. So, na dann folge noch mal der Beweisschnur. Also es ist jetzt nicht per se gruselig, ne? Aber es beschert mir eine wohlige Gänsehaut irgendwie, muss ich sagen. Es ist sehr unangenehm, tatsächlich so. Oh. So, dann folgen wir den Beweis mal. Und wir sehen so fertig aus, Alter. Wir sehen so fertig aus. So, wir haben schon im Büro sind, mal so ein Wechselshirt und hättest du gebracht. Ach du Schande, und wir sind wieder auf der Straße. Die wahrscheinlich voll ist. Irgendwelchen Viechern. So, finden wir vielleicht hier vorne noch irgendwie Heiltrank oder irgend sowas? So, welche Waffe haben wir jetzt überhaupt gerade ausgerüstet? Tommy Gun. 30 Schuss, das ist ganz gut. Oh yes. Oh ja, danke, Alter. Dankeschön. Komm, die gebt ihr mal erstmal. Noch eine. Oh, danke, Spiel. Du bist gnädig. Oh! Fieser Wicht, du weißt, hier vorne. Na, Rahmen? Du alter Handspieler, die dürfen wir jetzt nicht aufscheuchen. So, da vorne könnte noch Loot sein, aber ich will tatsächlich nicht irgendwie die Rahmen jetzt aufscheuchen. Okay, alles klar. So.
hier rein. Können wir in den Laden? Der Laden sieht so begehbar aus. Ach so, Thornhills. Ah, schau mal an. Alles klar, gut. Hier sind wir auch hin. Hier sind wir auch rein. Können wir da vorne? Ich guck mal gerade, ob man noch irgendwas sieht, was man aufnehmen kann. Aber es sieht nicht so aus. Okay, gut. So, hier hinten haben wir noch was. Ein bisschen Munition, das finde ich gut. Thornhill war kein schlechter Kerl, aber er hatte seine Prinzipien. Und die ließen nicht zu, dass er Informationen über seine Kunden ausrückte. Ich musste also Überzeugungsarbeit leisten. Okay, er hat ihn wahrscheinlich etwas, Es kann eben nicht jeder Job Friede, Freude, Eierkuchen sein. Oh. Es ist so cool gemacht irgendwie. Also, sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen hier rumschwärme die ganze Zeit, nachdem ich das Spiel fast in den Wahnsinn getrieben hat. Aber es ist toll. Es ist einfach großartig. Finde ich richtig gut. Kampfsystem für den Arsch, aber so eine Sache richtig gut. So, können wir hier rangehen? Koffer, können wir den öffnen? Nein. Und sowieso Bonuspunkt, weil wir Spiegelbild haben. So, die Frage ist jetzt, was haben wir mit Thornhill gemacht? Haben wir ihn, also klar, wir haben ihn halt gezwungen, die Informationen rauszurücken, aber wie weit sind wir gegangen? Mr. Saunders hatte Thornhill ein wertvolles Gemälde verkauft, in der Hoffnung, es würde genug Geld bringen, um unterzutauchen. Das Gemälde ruhte jetzt auf einer Staffelei in Thornhills Schlafzimmer. Es hatte etwas Hypnotisches an sich. Es schien nach mir zu rufen. Es sagte mir, ich würde für eine wichtige Aufgabe gebraucht. Der Leuchtturm. Ich fühlte, wie ich in das Gemälde stürzte. Nur Thornhill war es, der mich wieder herausriss, indem er mir einen Zettel mit einer Adresse in die Hand drückte. Hotel St. George. Er wollte, dass ich verschwinde. Mhm, okay. Ich erinnere mich nicht im Geringsten. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass es passiert ist. Yikes, Alter. Oh, okay. Wie schnell halt einfach aus so einer schönen, entspannten Nummer so ein Stressfaktor wieder irgendwie hinzugefügt wird. Oh, schön. Okay, alles klar. So, jetzt müssen wir ein bisschen vorsehen. Ist hier übrigens genauso so, ne? Irgendwie, wenn ich halt zu laut bin irgendwie, dann kommt meine Freundin genauso durch die Wand gerannt irgendwie und gibt mir einen Nackenschlag. Mach jetzt leise. So, okay, alles klar. Oh, no, 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 no. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir ein bisschen sneaky vorgehen. Okay, gut. Ich hoffe, wir können da jetzt irgendwie so ruhig wie möglich durch. Oh je. Ich weiß immer ja nicht, ob die tatsächlich, ob die meine Taschenlampe sehen. Reden. Ich kann reden. Oh. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht, Alter. Oh, bitte nicht. So, wenn die jetzt hier. Kommen die jetzt hierher? Die laufen da einfach lang. Okay. Man kann tatsächlich probieren, die so ein bisschen so mit Steinen etc. in irgendeine Richtung zu locken. Funktioniert so sehen wie bei mir. Okay, ich warte mal kurz nochmal. Okay, die Frage ist, ob ich zu der Tür da drüben muss, was ich mir nicht vorstellen kann. Nee, das rote Band führt uns nach da hinten. Oh, verdammt. Nicht gut. Okay, die laufen hier im Kreis. Ne? Wir haben hier anscheinend eine Barriere in der Mitte. Die werde ich mir mal zu den Nutzer machen. Oh, kann ich gar nicht machen, die sind zu schnell. Die sind zu schnell. Es sei denn, ich würde auch rennen, aber wenn ich denn losrenne, habe ich sie sofort alle irgendwie im Nacken. Also wäre mal die Frage. Wie machen wir das? Ich laufe mir jetzt einfach daher. Europalette. Nein, nimm die nicht mit. Auch wenn es eine schöne Europalette ist, lass sie liegen. Okay, weiter. Einen Stein nehmen.
Okay, sieht erstmal ganz gut aus. Die Frage ist irgendwie... Oh nein. War es nicht so gut? Gut, muss trotzdem sein. Oh, er ist auch wirklich langsam beim Schleichen, Alter. Okay, wir sind an der Bahn. Und, okay. Türen sind zu. So, die Frage ist, sollen wir jetzt mit der Bahn fahren oder sollen wir einfach nur durch die Bahn durchlaufen und einfach sagen, hier jetzt wieder raus. Ah, hier jetzt wieder raus. Okay, alles klar.